gesund und umweltfreundlich. Das Fahrrad ist leise, abgasfrei und verbraucht lediglich bei seiner Herstellung Energie. Mit über 70 Millionen Fahrrädern ist es das am weitesten verbreitete Verkehrsmittel in Deutschland. Außerdem ist Radfahren wirtschaftlich. Das Fahrrad ist langlebig und mit einfachen Mitteln zu reparieren. Radfahren trägt zur körperlichen Fitness bei. Radfahren macht einfach richtig Spaß. Jedoch bei so viel Licht gibt es leider auch Schatten. Radfahren ist nicht ganz ungefährlich. Ohne Knautschzone und Airbags hat man bei Unfällen ein hohes Verletzungsrisiko. Die Unfallstatistiken der gesetzlichen Unfallversicherungsträger geben eindeutige Signale. Doch zu einem Unfall muss es ja nicht kommen. Wie man ihn vermeiden kann, davon handelt unter anderem das Programm Sicherheit für den Radverkehr des Deutschen Verkehrssicherheitsrates und der gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Ich hatte letztes Jahr einen Unfall im November, habe mir deswegen einen Helm gekauft. Danach? Und mit Helm? Ja, also ich bin absoluter Helmfahrer, Vorbild für mein Kind. Die möchte aber keinen Helm tragen. Wegen ihrer Frisur und Zöpfe und nee, Papa, das geht nicht. Aber doch, sie muss, wenn sie mit mir fährt, auf jeden Fall immer mit Helm. Ein Helm vermindert nachweislich Unfallfolgen. Dennoch ist die Helmfrage nicht der einzige Diskussionspunkt beim Erfahrungsaustausch. Schließlich geht es hier um die persönliche Radfahrpraxis und vor allem um eigene Überzeugungen. Mobil sein wollen wir natürlich alle. Die Schattenseite unserer Mobilität ist, es gibt natürlich auch Unfälle. Wenn es keine Unfälle gäbe, wir würden heute hier nicht zusammensitzen. Jährlich verunglücken in Deutschland etwa 80.000 Menschen mit dem Rad. Die Tendenz ist leider steigend. Die Information über Unfallursachen, kritische Situationen und die Diskussion über Vermeidungsstrategien und Lösungsansätze stehen in diesem Teil des Programms Sicherheit für den Radverkehr im Vordergrund. Dabei spielen die entsprechenden Verkehrsregeln eine wichtige Rolle. Und weiter geht es mit dem praktischen Teil. Zuerst werden die Räder an die Körpergrößen angepasst. In diesem Training sind es Pedelecs. Meistens sind es normale Fahrräder. Ein letztes lebenswichtiges Argument zum Helmtragen liefert ein einfaches, aber sehr eindrucksvolles Experiment. Soll ich? Ja. Gut, also ist jetzt ein Schädelbasisbruch. Blut kommt aus dem Ohr, kein offener. Also wenn das in der Nähe vom Krankenhaus geschieht, würde ich sagen, lässt sich überleben. Jo. Die Hirnhaut ist unverletzt, es kommt auch noch keine Gehirnmasse raus. Na. Und? Nö. Ist kaputt? Nein. Nichts passiert, wa? Und jetzt wird es spannend. Es folgt der ultimative Selbsttest. Wie gut beherrsche ich mein Rad? Unser Blick führt uns. Ich fahre meinem Blick hinterher wie an so einem unsichtbaren Band. Und wenn ich falsch gucke, dann fahre ich auch falsch. So, jetzt kommt der Trainer oder die Trainerin fährt die Übungen erst einmal vor. Dann haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Übungen selbst zu fahren. Was hat ein solcher Parcours mit der Realität zu tun? Durch die Übungen verbessern die Teilnehmenden Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und die Sicherheit im Umgang mit ihrem Fahrrad. Die Summe dieser Fertigkeiten bildet das Know-how, also das Wissen, auf das sie in kritischen Verkehrssituationen zugreifen können, damit derartige Situationen ohne Folgen für sie selbst und für andere bleiben. Blick nach vorne richten, genau, sehr gut. Hey, sehr gut. So, jetzt mit der linken Hand die Pylone mitnehmen. Sehr schön. Besonders wichtig ist richtiges Bremsen. Wenn Sie jetzt in der Notsituation einfach reingrapschen, dann können Sie einen Überschlag machen.
Es kann ja auch mal sein, Sie fahren irgendwie privat mal einen Waldweg und auf einmal geht der stark abschüssig und wird ein bisschen geröllig. Welche Bremse könnte da jetzt ganz gut sein? Hinten. Da eher hinten. Na, wenn Sie jetzt erst überlegen müssen, wo war gleich der Hebel, haben wir schon ein Problem. Kann man nur empfehlen. Ich komme wieder. Und haben Sie vielleicht eine Sache, die Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben wird, die Sie besonders mitnehmen werden? Ja, die 8 fahren. Sehr anspruchsvoll. Ja, ich fand es gut, mal auch immer wieder Verkehrsregeln nachzudenken. Und das Training war doch nicht so einfach, wie ich dachte. Das Radfahrtraining wird nach den Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nach den Erfordernissen des Betriebes und nach den vorhandenen Rahmenbedingungen gestaltet und angepasst. Die Inhalte, praktischen Elemente und der Verlauf der Sicherheitsradtour über das Betriebsgelände oder im Straßenverkehr werden individuell auf die Anforderungen im Betrieb zugeschnitten. Für wen ist das Training gut und hilfreich? Nun eigentlich für alle. Wer nur gelegentlich radelt, wer regelmäßig viel beruflich oder richtig sportlich mit dem Rad unterwegs ist, wer aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen, wegen mangelnder Bus- und Bahnverbindungen zum Arbeitsort oder einfach aus Überzeugung mit dem Rad fährt, kann einen echten Nutzen aus dem Training ziehen. Informationen zu den Angeboten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, und der gesetzlichen Unfallversicherungsträger finden Sie unter deinewege.info oder fragdiebanane.de. Gerne kommt eine Beraterin oder ein Berater zu Ihnen in den Betrieb. Auch die Seite dvr.de bietet weiterführende Informationen für Ihre tägliche Arbeit. Viel Erfolg bei Ihrem Engagement für eine noch sicherere Zukunft.